schlafenden Riese von Magdeburg. Ihr seid der blau-weiße Riese, der aufgestanden ist und brutal unterstützt hat in diesem schweren Spiel gegen Offenbach. Nicht gewankt hat, sondern standgehalten hat und jetzt endlich, 25 Jahre nach der Wende, da steht und dieser Verein hingehört im bezahlten Fußball. Immer richtig gut gespielt, in der Höhle des Löwen, in Rostock gewonnen, in Dresden gewonnen, in Cottbus gewonnen. Alles das haben wir gemacht und das schafft ihr auch. Es ist unglaublich, was hier für eine Stimmung, für eine Atmosphäre ist. Ja, na klar, auch die Offenbacher geben alles da drüben hinterm Tor. Aber das ist unglaublich schwierig hier gegen fast 20.000. Ja, voll beseelte Magdeburger. Das ist der ganze Druck dieses Stadions hier. Dass ihr müsst hier sein, um das zu erleben, was hier aufgebaut wird. Unglaublich. Also dagegen ist die Commerz Arena ein Kindergeburtstag. Das ist kein Foul. Christian Beck. Und das ist das Tor! Und es wird Riesendiskussionen geben auf Offenbacher Seite. Riesendiskussionen! Magdeburg ist das ganz egal. Was für eine verrückte Vorarbeit von Christian Beck. Hier, das ist echt der Druck, der aufgebaut wird. Der ist körperlich zu spüren, das ist schon der Hammer. Ich glaube nicht, dass die Magdeburger das über 90 Minuten gehen können. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das hier die Zuschauer 90 Minuten durchbrüllen. Aber wir spielen hier auch nicht gegen Quetschemombach, wir spielen gegen den Meister der Regionalliga Nordost. Wieder mal Schulte, passt mir auf, da wieder Magdeburg nicht weit genug. In Rechtsaußenposition der eingewechselte Scheid. Ist das Schusschance? Nach dem Pfostenschuss hält er den Schuss aus 2 Metern. Das wäre es noch gewesen. Also jetzt soll er meinetwegen abpfeifen, denn das 1:0, das geht mehr als nur in Ordnung. Die hatten 1000-prozentige. Und damit müssen wir jetzt einfach leben mit dem 1:0. Da müssen wir 2. Für diese Szene, Jasula. Magavic. Eckball! Und jetzt muss das Ding rein! Es muss doch nicht vorbei! Spiel noch nicht vorbei! Pintol! Pintol war ein Eckball auf der rechten Seite. Jetzt kommt der reingeflogen, Kopfball, aber abgewehrt, nein, zweite Reihe, Schuss und das war's. Das wird's gewesen. Zwei Jahre hier waren und ich werde euch nie vergessen und ich bin euch unmenschlich dankbar, wirklich. Und ich bin einfach stolz, ein Teil vom FCM gewesen zu sein und endlich ist der Meister, wo ihn gehört. Hallo, Schäumann! Ja.
Hammern. Und jetzt zeigt er auch Nachschussmöglichkeit. Gegen Endres. Mangavic. Vorbei, alle Offenbacher hinten drin, die haben Respekt und da ist die Möglichkeit und da ist das Tor! Da ist das Tor! Da ist das Tor von Felix Schiller! Die dritte Liga, der erste FC Magdeburg, jetzt ist es wieder möglich! Grandios gespielt von Reimann. Hammann. Fuchs! Das Tor von Lars Fuchs! Das 2:1 für den ersten FCM! Das muss es doch jetzt fast gewesen sein! Dieser Fuchs, es ist ja nicht zu fassen! Der Mann mit der Muskelverletzung, der macht hier ein Kopfballtor und bringt den ersten FC Magdeburg in Führung!
gibt Momente im Leben, die muss man genießen. Und das ist jetzt momentan so ein Moment. Wir haben es erreicht, Drittliga-Fußball, Profifußball wieder in die Stadt zu bringen. Und das war nur möglich, weil die Mannschaft Charakter hatte und hier ist es her. Gemeinsam.